schon wieder die Champions League, der mit euch spielt IB daheim gegen Villarreal. Villarreal? Hä? Kein Stress, wir haben für euch eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt. Villarreal ist ein Kleinstadt, 50'000 Einwohner, 60 km nördlich von Valencia. Und der Schuhclub ist 1923 gegründet worden, berühmt für sein Dress ganz in Gelb. Das können sie in Bern natürlich vergessen. Da werden sie entweder im Auswärtstrikot in Rot spielen oder im dritten Liebling Grau-Blau, ich weiss es nicht. Der Club ist noch nie Meister geworden, aber das Jahr hat er die Europa League gewonnen, dank dem Sieg im Finale über Manchester United. Mögt ihr euch besinnen, Penalty schiessen bis an Bach haben, aber weiter. Trainer ist der Unai Emery, Trainer geht Sevilla, abgesoffen Arsenal, jetzt eben Villarreal. Zwei Spieler haben schon im Wankdorf gespielt, der Verteidiger Raul Albiol, der war 2014 mit Napoli zu Bern gewesen, und der Dani Parejo schon zweimal hier, 2010 mit Getafe und 2018 mit Valencia. Und genau der Parejo war der, gewesen, der Penalty verursacht hat, wo Ibe nachher das erste Champions League Goal überhaupt hat geschossen. War oder möglich besinnen, und der Parejo jetzt eben Villarreal. Spielsystem 4-3-3, MU normalerweise, manchmal auch 5-3-2, wobei das ihr Vorwärtsbewegung natürlich auch gerne ein 3-5-2, aber das kennt ihr ja alles, und das Maskottchen heisst Grogvet, und das wär's schon gewesen. Ja, jetzt seid ihr umfassend informiert über unseren nächsten Gegner, und wir kommen zu unserer beliebten Modellrubrik. Berühmte Fußballer zeigen ihre schönsten Kleider. Heute mit der Nummer 13 von den Berner Young Boys. Ja, super Sache, und alle Kleider und Schuhe könnt ihr wie immer direkt bei unserem Fanshop kaufen oder natürlich bei Mode Meyer Münzigen. Und wir kommen zur Champions League Gruppe F, der aktuelle Stand. Ihr seht, Bergamo und Young Boys auf Achtelfinalkurs, Manchester United hat natürlich auch Chancen und auch Villarreal bleibt vorläufig im Rennen. Gestern haben zwei von diesen vier Mannschaften die Meisterschaft gespielt, hier sind die Resultate. Partigiano, portami via, oh vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. So viel für heute, wir sehen uns am Mittwoch im Wankdorf zum Spiel gegen Villarreal.